Deutsche Memes, die Shisha rauchen, Digga. Ich glaube, ich bin gerade in den letzten 10 Minuten krank geworden. Ich weiß nicht, was los ist. Ich hab Husten. Lassen Sie sich drüber reden. Let's go. Rein in die Masse. Nice Pulli, Bro. Digga, natürlich ist es nice Pulli, Bro. Digga, warum ist deine Facecam so groß? Das ist ein wunderschöner Ola Kala Hoodie, klar? Digga, hatte Unge das wirklich an? Ach, scheiße, Digga, der arme Mann. Ja, Mann. Dafür hat sich Monte den Lambo gekauft, damit er jedes Parks aus dem Boxtehude wahrscheinlich oder Tops nehmen kann. Ich habe etwas vollbracht. Ich habe Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit für mein neues Imperium geschaffen. Auf jeden Fall, Digga. Dein neues Imperium zwingt mich nicht, euch zu töten. Oh. 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 Noel, dankeschön. Vor 45 Jahren ein Studentenwohnheim. Aha. Heute Endstation für Menschen, die nichts haben, außer der Gewissheit, dass das Sozialamt die Miete zahlt. Bro, what the fuck? Warum so gemein, Spiegel TV? Geisteskrank interessanter Kampf. Ey, ich schwör, so relatable. Immer wenn man vorne stand, irgendeiner hat im Hintergrund immer so Faxen gemacht. Kennt ihr das? Bei jeder gottverdammten Präsentation, die man macht, ist immer ein so ein Bastard von Freunden dabei, die hinten so Faxen machen. Wisst ihr, was ich meine? Immer. Immer, wenn man irgendwas vortragen muss. Und ich war nicht derjenige, der vortragen musste. Ich war legit der Typ. Nee, doch, ich war immer der vortragen musste. So sieht es nämlich aus. Ich war immer das Opfer, was vortragen musste, weil ich nie mitgearbeitet habe. Und alle haben gesagt, okay, du trägst vor. Und ich stand da vorne und habe immer einen Lachkick bekommen. Und wir haben immer eine schlechte Note bekommen, weil ich vorgetragen habe. Und trotzdem muss ich es immer machen. Selber schuld, Jungs. Ich kann nicht dafür, dass ihr euer Erbe nicht geschafft habt. Ich bin da raus. Nee, Digga. Digga, lass gut sein, Alter. Scheiß drauf, Digga. Immer mit seinem Besten. Ja, Mann, ja, Mann. Noel, Sami, dankeschön. Kuss. Ah, Dena. Das 30. bei uns war wirklich jemand, der damals seine PSP an irgendein iPad oder sowas, glaube ich, irgendwie geschlossen oder gebeamt hat, keine Ahnung, dann damit gezockt hat. Oder war es eine PSP? Oder Handy, glaube ich sogar. Auf jeden Fall hat der auf einem Bildschirm hinten gezockt. Das war ganz wild. Husmann, 13, geh mit Bauklötzen spielen. Geh nicht mit Bauklötzen spielen. In Fortnite, da baue ich, ja. Oh. Hast du recht. Du Lelek. Oh. Es ist wirklich so, alles funktioniert, was er anfasst. Das ist wirklich krass. Ich hasse meinen Mathematiklehrer und wenn er noch leben würde, würde ich ihn ins Grab befördern. So ein Ding ist das, die Missgeburt. Warum? Weil er ein Arschloch war. Ganz genau. Herr Esch, wenn Sie das jetzt hören sollten, ich hasse Sie. Ich hasse Sie wirklich und Sie können sich Ihre verfickten Integrale wirklich doppelt und dreifach in Ihr altes, runstiges Arschloch stecken. No front. Digga, jetzt krieg ich wieder eine Anzeige. Oh, jetzt Skyrim wahrscheinlich, oder? Lockdown! Ah. Shutdown! Lockdown! Ich will mich nicht mehr verkraften! What the fuck? Ich will mich nicht mehr verkraften, euer Lockdown mehr! Oh, man kennt ihn. Mhm. Digga, das Kind, das wird doppelt und dreifach enterbt. Das war's nichts. Der Junge kriegt nichts. Boah, Digga, der ist richtig sauer. Messi war richtig sauer. Habt ihr gesehen? Mein Praktikum. Boah, irgendwann legt doch einer da einen menschlichen Kopf drunter. Ich weiß es und ich warte drauf. Und ich will, dass Unge darauf reagiert und so geisteskrank lacht. Ah, komm, Digga, lass gut sein. Oh!
Immer, immer, einfach immer. Null. Das ist dein letzter Tag auf der Erde. Was würdest du gerne noch tun? Shisha rauchen. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so, also weiß ich nicht. Yo! Babaha Allah, Teamwork, Kochen. No, Afti, ist der Massimo. Der Massimo, geht dir fei, Jamal. Bro, mach mal nicht so viel Salz da rein. Yo! Nee, der ist es nicht. Verwechseln, Digga. Nee, hat Ähnlichkeit. Er ist es nicht. Ich dachte, oh, wir kennen uns schon so lange, aber wir hören das so oft. Wie, an was habt ihr jetzt gedacht, dass das ist? Ja, manchmal sieht er aus wie Slick, dieser. Nee, wir gehen auf den Faschingsball. Er hat sich die Sache nur ins Gesicht gemalt. Vergiftung, ne? Bro. Ciao, ciao. Digga, wie unangenehm. Wie unangenehm. Hier bin ich doch. Hier bin ich, erzähl doch kein Mist. Erzähl doch kein... Ah, was? Ja, hört auf mit eurem Trollscheiß. Hört auf mit eurem Trollscheiß. Es reicht mir nicht. Hör auf mit dem Müll. Was ist denn die große Giveaway-Show, Digga? Soll ich das auch mal machen? Einfach mal für meine Subs irgendwas giveawayen? Leute, wenn ihr jetzt reinzappt, dann... Ein Löffel? Maybe ein Löffel einfach mal, oder? Wollt ihr einen Löffel haben? Baller, hier. Ich steck mir den noch irgendwo rein. Hier bin ich doch. Einige, die geschrieben haben... Digga. Ah, Digga. Ah, Digga. Was ist da denn los? Stimmt aber wirklich, Leute. Benutzt immer Synonyme im Internet, nennt euch einfach alle Marcel Eris, dann passt es. Aber ich sehe gerade, er hat zwei Tastaturen angeschlossen. Ja, das ist richtig. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und jetzt kommt Baba rein mit Gürtel. Du erklärst, wie du ganz natürlich eine Penisverlängerung durchführen kannst und dein Penis endlich richtig lang wird. Einer Penis kann lediglich den Eingang stimulieren. Ach, Digga. Sie will mehr, aber sie bekommt nicht mehr. Ach, Junge. Und Mann, das ist mir bestimmt schon 20 Mal passiert, Alter, wirklich, dass ich genau dieses Video geguckt habe, weil man muss die Sachen halt öfter machen, damit er wächst, aber es funktioniert einfach nicht. Viel wichtiger ist, dass ihr es einfach nicht in der Bücherei macht, meine Freunde. Und schon gar nicht in der Bücherei, wo die Kinderabteilung ist. Das ist ganz schlimm. We're so lit, boys. Okay, ich habe mir noch ein paar mehr Sachen rausgesucht, meine Freunde.